Servus, Leute. Ja, ihr seht richtig, die GEZ soll erhöht werden. Also, falls jemand das nicht kennt, GEZ ist, man nennt es auch Beitragsservice. Und zwar, dass man, oder besser bekannt auch als Rundfunkbeitrag, wenn ihr kennt, die Öffentlich-Rechtlichen halt dafür bezahlt. Momentan liegt das Geld bei 17,50 €. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, denn dieses Thema ist auch mein Thema für Werte und Normen. Falls jemand das Schulfach Werte und Normen nicht kennt, das ist so gesehen der Ersatzfach für Religion. Ist bei uns halt in der 10. Klasse so, dass man da halt Werte, Normen statt Religion hat. Und da sollen wir immer halt aktuelle Themen rausfinden. Das ist auch ein Grund, warum ich Politikvideos mache. Naja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Jetzt momentan liegt der Rundfunkbeitrag bei 17,50 € pro Monat. Und nun soll er erhöht werden auf 18,36 €. Ja. Aber es ist noch kein endgültiger Besch. Also, es ist noch nichts endgültig. Denn die Bundesländer können auch sagen: Ja, da stimmen wir zu. Oder nein, wir stimmen da nicht zu. Ja. Also, es ist noch nichts entschieden. Jetzt regen sich natürlich einige auf, vor allem einige Rechte, regen sich jetzt auf, dass die Rundfunkbeitragsgebühren erhöht werden, weil nun mal, ja, ARD, ZDF und was dazu noch gehört, wohl angeblich nicht neutral sind. Ich finde es auch nicht schön, dass es erhöht wird, obwohl ich das noch nicht zahlen muss, aber später, ja. Man kann die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, sollte man auch. Aber man kann denen nicht vorwerfen, dass die von der Politik gesteuert sind. Die sind schon neutral. Wir sagen auch, sonst würde es auch nicht die Serien. Würde es ja nicht extra 3 oder ZDF Heute Show geben, wenn die Öffentlich-Rechtlichen nicht neutral wären. Da werden ja einige Politiker wie Angela Merkel kritisiert. Auch die AfD wird kritisiert. Ich glaube, das ist das, woran die AfD-Wähler so rumjammern. Ja. Meiner Meinung nach sind die Öffentlich-Rechtlichen neutral. Nur, dass man dafür Geld bezahlen muss, finde ich schon scheiße. Denn die Öffentlich-Rechtlichen bieten zu wenig für die Jüngeren. Viel zu wenig. Denn fast jede Serie spielt im Krankenhaus oder es hat irgendwas mit Polizei zu tun. Das ist ein bisschen, naja. Schade, um vorsichtig ausgedrückt zu sein. Und dass man dafür Geld bezahlen muss, finde ich auch nicht so gut. Man könnte es ja so machen, die, die das sehen wollen, müssen es bezahlen und die es nicht sehen wollen, die Öffentlich-Rechtlichen. Die brauchen es nicht zu bezahlen. Oder die machen es einfach so wie die Privatsender, wie RTL oder Sat.1, dass sie sich durch die
Werbung finanzieren und durch die Einschaltquoten. Naja. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr es findet, dass der Rundfunkbeitrag erhöht wird. Ich finde es nicht schlimm. Also ich finde, naja, es ist noch nicht mal ein Euro, auf den es erhöht wird. Von 17,50 Euro auf 18,36 Euro. Ja. Meiner Meinung nach kann man es machen, muss man aber nicht. Ich rede mich da auch nicht auf. Es ist mir eigentlich relativ egal. Wollte nur dazu ein Video machen, wie ihr es findet. Schreibt eure Meinung in Kommentare. Teilt das Video. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ciao.